Hi Leute, willkommen zurück zu Westeros Total War mit Baratheon von Sturmkamp und einem Haus Lannister, dem es irgendwie nicht mehr ganz so gut geht. Erstmal sorry Leute, dass das Video heute so spät kam. Mir hat es früher leider noch nicht gereicht heute, aber dafür spielen wir trotzdem und ihr seht es dann halt leider ein bisschen später, aber ich glaube, das seid ihr ja bei mir teilweise schon gewöhnt fast, gell? Von dem her passt es sicherlich auch. So, ja. Da oben sieht es momentan ganz gut aus bei den gegen die weißen Wanderer. Hier unten sind wir am Belagern. Belagern die da drüben auch schon. Ja, tun sie. Und hier auch. Das heißt, wir können ruhig mal nochmal eine Runde beenden. Da kommt unsere dritte Armee. Das ist wunderbar. Umso mehr Truppen wir haben hier drüben, umso besser ist das Ganze. Dann wird sich das Haus Lannister nämlich demnächst mal erledigt haben. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich gefällt es ja sehr gut. Endlich keine doofen Diplomaten mehr, die überall rumnerven. Ja. Ich habe es letztes Mal, glaube ich, angesprochen gehabt, habe dann aber irgendwie wieder aufgehört zu reden. Ich meine, ihr kennt mich ja, ich bin ja immer sehr durcheinander. Ich habe vor, nach dem Haus Lannister würde ich gerne mal noch das Haus Graufreud hier oben angreifen. Das sind einfach 2, 4, 5 Gebiete, die wir 3, 4, 5, 3, 6 meine ich, 6 Gebiete, plus Bannstein hier, 7 Gebiete, die wahrscheinlich recht schnell zu erobern sind, und deswegen würde ich das gerne machen. Ich Idiot, habe da vorhin draufgeklickt, jetzt hat er Truppen gekriegt, gell? Naja, egal. Und würde gerne einfach das Geschwind da oben erobern. Das geht ja wahrscheinlich, wie es momentan aussieht, mit einem Sturmangriff, also was heißt Sturmangriff, eine Runde und dann Angriff oder so ähnlich. Sollte das fast funktionieren. Von dem her bin ich mir da recht sicher, dass wir das gut hinkriegen. So, bauen wir hier noch den Schiffsbauer. Königsmund, das Armhaus haben wir repariert. Jetzt haben wir hier ja ein richtig fettes Bevölkerungswachstum, gell? 4,5. Ist echt nicht schlecht. Die Volantische Kaserne baut es immer noch nicht. Auch nicht so wild, aber trotzdem, ja. Ich habe mir übrigens überlegt, gestern im Gespräch mit Bayman, vielleicht wäre mal so ein Eisenspeier oder sowas gar nicht so schlecht, zwecks unserem Dings da oben gegen die, oh, die kosten 0, aber unter 1000, boah, jo, klar, wir haben doch irgendwo so eine Einheit Eisenspeier, ich wusste gar nicht, dass die so viel Unterhalt kosten und die haben noch nicht wirklich mal gekämpft, gell? Vielleicht irgendwann mal, falls wir neue Truppen brauchen, vielleicht lohnt sich sogar ein Eisenspeier mal hier oben gegen die Freunde der anderen hier. Das wäre vielleicht mal so eine Überlegung, so einen Eisenspeier da zu rekrutieren und gegen die einzusetzen. Ich weiß es nicht, vielleicht bringt es sogar was. Ja, ansonsten müssen wir uns halt überlegen, ob wir irgendwann demnächst mal wieder neue Truppen nach in den Norden teleportieren. Ja, das ist halt die Frage, ob wir das irgendwann mal wieder brauchen. Gerade muss ich aber sagen, brauchen wir die Truppen erstmal noch gegen das Haus Lannister, weil wie ihr sehen könnt, ja, sind die Gegner schon recht gut beschäftigt hier. Oder sind unsere Leute gut beschäftigt mit den Feinden? Die haben ja dann schon noch einige Fullstacks. Von dem her möchte ich mich da jetzt erstmal ein bisschen entspannen und abwarten können. So wird man jetzt hier angegriffen, oder wie? Der kriegt immer mehr Truppen, gell? Irgendwie, das ist komisch, seltsam. Oha. Ritter vom Stein. Ja, Leute, das wird eine Schlacht werden hier. Aber wir schlagen sie. In der Hoffnung, dass wir sie gewinnen. Ich meine, selbst wenn wir viele Verluste hätten, wäre es ja nicht ganz so schlimm. Aber die Ritter vom Stein sind schon böse. Und die Einheiten haben alle... Also wenn wir es verlieren, wäre schon scheiße, aber ich denke, das könnten wir schon hinkriegen, gell? Aber ich weiß gar nicht, warum die noch mehr Truppen gespawnt bekommen haben, das ist ja auch seltsam. Normalerweise passiert sowas ja nie. Ja, wir müssen halt schon schauen, dass wir es gewinnen. Ich meine, ja, wenn wir einige Verluste haben, wäre es zwar blöd, aber... Noch verschmerzbar. Da hinten kommen sie.
So. Die Bogenschützen stellen wir natürlich auch schon mal auf. Ist schon mal ganz wichtig, dass die schnell in Position sind. Ich möchte gerade mal kurz ein bisschen doch den Sound lauter machen. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt gerade so ganz leise ist. Ich wollte ihn eigentlich auch nicht so heftig machen. Ja, schon besser. So, ihr da mal noch hin, ihr mal noch dahin. So. Dann sortieren wir mal unsere Kavalleristen ein bisschen hier. Unsere mit Silbererfahrung ausgerüsteten Bogenschützen können wir natürlich auch gebrauchen. Schade, dass wir jetzt hier keine Katapulte haben, das wäre schon geil. Ey, die Ritter vom Stein da, die sehen ja echt heftig aus, gell? So, müssen wir abwarten, was das hier geben wird. Okay, die Speere senken vielleicht mal noch. Sind die eigentlich noch zu retten? Oh, da ist die Leibwache des Generals. So. Versucht mal den feindlichen General zu töten, das wäre schon mal einiges wert. So. Was machen wir hier? Hier würde ich sagen, greifen wir mal auch an. Die Rotröcke, da muss man ein bisschen aufpassen. Vor den Gegnern da. So, können die Ritter vom Stein mal sich irgendwann mal verabschieden hier und der General von denen, wenn der verrecken würde, wäre das auch echt klasse. Aber jetzt schicken wir mal da unsere Schwerter raus. So, die Truppen, ups, die zwei Einheiten schicken wir da noch rum. So, und dann dürft ihr mal hier rüberlaufen. Greift mal, schicke ich euch mal dahin. Euch schicke ich dahin. Wo sind meine Reiter? Ah, da. Okay. So. Ja, wir müssen unbedingt aufpassen, was hier so läuft. Oh, die feindliche Kavallerie. Das war jetzt natürlich uncool. Oh Leute, jetzt muss man aufpassen. Da flieht jetzt schon die erste Einheit. Schießen wir da mal drauf. Den Bogenschützen, die Eisenspeier greifen wir hier an. Den Armbrustschützenreitern können wir da mal angreifen. Okay, und hier ziehen wir uns mit unserer Kavallerie auf jeden Fall auch zurück. Das ist ganz wichtig. Gut. Schauen wir mal, was hier so weitergeht. Okay, die ersten Ritter vom Stein sind fast komplett vernichtet. Das ist schon mal ganz gut. Hier rücken wir auch vor. So, und greifen dann hier hinten mal die geschworenen Schwerter an. Und greifen dann hier weiter. Oh, okay.
Sorry Leute, war gerade kurz unkonzentriert. So, und kann dann hier die Eisenspeier mal ganz kurz vernichten. Oh oh, General. Scheiße, das ist immer das Problem, wenn man geschwind abgelenkt wird beim Aufnehmen. Aber ich glaube, das kriegt man auch hin. Ja, es läuft jetzt nicht allzu schlecht, ist auch nicht ganz optimal, aber es ist noch machbar, glaube ich. Schick mal die Armbrustreite mal darüber. Okay, irgendwann sollten doch mal unsere Pikeniere das hier auch erledigen, das Problem, oder? So, jetzt haben wir hier den feindlichen General nochmal zu packen. Dass wir da gerade mal noch angreifen, würde ich sagen. Möchte gerade mal nochmal kurz ein bisschen den Sound für euch lauter machen, weil irgendwie passt mir das immer noch nicht so ganz rein hier. Ja, jetzt komm. Kriegt den General mal. Was machen die da eigentlich? Die stehen nur doof rum, dann greift man da an. Und dann greifen wir hier die Rotröcke nochmal an. So, und wo ist der feindliche General jetzt? Ist der tot? Ne, der flieht irgendwie wahrscheinlich. Ah ne, da hinten reitet er rum. Komm, ledig den mal. So, die Westlandgardisten. Solange sie flüchten, können wir gut angreifen. Oder flüchten wieder ein paar von uns. Was für eine Schlacht, Leute. Es erschießt endlich mal den General, das kann doch nicht so ganz schwierig sein. Gut. Sieht gut aus. Wir müssen ja immer bedenken, wir kriegen ja auch nochmal ein paar Leute wieder zurück. Ich meine, alleine die Generalsleibwache, solange der General nicht stirbt, kriegt man den ja, die ja auch wieder zurück. Und auch so werden ja einige das überleben hier hoffentlich. Upsala. Sind noch Reiter. Ihr dürft mal da angreifen, ihr greift da an. Ihr zieht euch da mal kurz zurück, weil meine Armbrustschützen. Oh, haben die gerade Verluste. Die auch nicht mal ganz feierlich sind. Jetzt greift doch da an, ich habe euch doch eigentlich den Angriffsbefehl gegeben. Wunderbar. Das war der feindliche General. Endlich. Endlich ist er tot. Na ja, okay, wir haben die Hälfte unserer Armee verloren, aber ich glaube, für eine Schlacht von diesen Ausmaßen ist das eigentlich fast noch okay. Hier den General ziehen wir mal zurück, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu wichtig hier. Sollten eigentlich wir jetzt auch hier gleich flüchten. So. Ah, die flüchten auch, die Waffenknechte, ne? Ja, ich meine, bis die da oben sind, angekommen sind, braucht's ja auch immer ewig, gell? Wo sind die denn? Flüchten doch hier auch irgendwo. Ach, das sind nur zwei Stück oder so. Aber die sollten halt nicht oben ankommen in der Stadt, weil sonst müssen wir hier abwarten, bis wir entweder alle getötet haben oder
Mauern sind nicht mehr unser. Der Feind hat sie besetzt. Okay, das ist schlecht. Können die mal töten hier vor uns noch? Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Okay, hier sterben jetzt gerade einige. Okay, diese Ritter vom Stein sind jetzt größtenteils tot. Hat hier jemand auch, haben die zwei Deppen das auf den Stadtplatz geschafft? Ist ja wunderbar. Lol, das sind noch Katapulte. Die noch gar keinen Verlust haben. Wo hat er die gehabt, bitte? Aber jetzt werden sie halt vernichtet. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. So, ja, die Armee hat schon herbe Verluste erlitten. Aber trotzdem, glaube ich, auch einen ganz guten Job gemacht. Die Katapulte sind auf jeden Fall auch tot. Ja, es war auf jeden Fall bisher eine ganz spannende Schlacht. Da fällt mir ein, wir könnten natürlich jetzt auch hingehen. Haben wir irgendwelche Belagerungsgeräte, die nützlich sind? Ja, die Leitern beispielsweise hier. Bogenschützen, geht mal hin. Holt mir die Leitern. Und ihr Typen da drüben, holt mir den Belagerungsturm. Machen wir das nämlich folgendermaßen. Wir gehen jetzt mit denen hier mal hin. Und mit dem Belagerungsturm holen wir uns dann die Mauer. Irgendwo hier oder so. Wir können dann das Torhaus erobern. Warte, oder gehört uns das Tor? Nee, gehört uns nicht momentan. Was machen die denn da oben jetzt? Das ist ja witzig. So. Also, wie hieß denn eigentlich der General? Robert, Lord von Castle, ist ein. Ach, das war sogar der neue Anführer. Okay, ist auch interessant. Wer flüchtet da? Ah, Katapult. Da hat noch einer überlebt, oder wie? Ja, Reiterei, komm, schnell, schnell, schnell. Beeilt euch, Leute. Beziehungsweise, nee. Scheiße, jetzt haben sie den getötet, nee, oder? Nee, noch nicht. Ja, wisst ihr, was ich einfach nicht ganz verstehe? Warum das gerade so kompliziert sein muss? Warum die da nicht einfach wieder rausrennen, die Gegner? Das ist ja arg bescheuert hier. So, aber jetzt sollten dann gleich die Tore eingenommen werden. Ja, wunderbar. So, ist auch mal interessant, dann sehen wir wenigstens mal so eine Stadteroberung, gell? Beziehungsweise Burgeroberung. Ich meine, ich könnte es natürlich jetzt auch cutten, aber ist doch auch mal interessant, oder? Und ich will euch mit mir leiden sehen, muhaha. Ne, ich will eigentlich euch auch noch die Verluste am Ende präsentieren und so. Jetzt kommt, beeilt euch mal. Wie lange haben wir denn eigentlich noch? Ah ja, das ist doch ganz chillig. Wir hatten ja jetzt ja den größten Teil auch eine Schlacht. Aber ich glaube, ich versuche jetzt mir mal noch ein Thema, überlege ich mir jetzt mal noch kurz so für ein bisschen zum Reden. Ja, also einfach mal, ich würde einfach mal als Thema das Let's Play einfach mal nehmen. Mir macht es irgendwie wirklich viel Spaß. Bin froh, dass es jetzt noch nicht abgeschlossen ist wegen dem Weißen Wanderern oder so, dass ich das rausgefunden habe. Mit der Hilfe von Bayman und Nuradon und so. Finde ich wirklich klasse.
dass das jetzt funktioniert soweit und dass wir jetzt hoffentlich auch noch weiterhin viel Spaß haben können mit dem Let's Play noch eine Weile. Und ja, mal abwarten. Jetzt kommen sie natürlich, ja klar. Jetzt kommen die Feigenhunde natürlich, klar. Jetzt laufen sie natürlich vor, ja. Warum können die jetzt da nicht rüberlaufen? Was ist los mit denen? Okay, jetzt haben wir es erobert, das Tor, jetzt rein da. Ich hoffe, euch macht es auch noch Spaß, trotz teilweise solchen interessanten Schlachten hier, wie gerade. Ich möchte eigentlich gerade nur mal meine Nahkämpfer haben und da angreifen. Hier durchlaufen, Leute nicht zurücklaufen. Ja, und ich find's ja cool, jetzt haben wir Casterly Stein erobert. Casterly Rock meine ich. Casterly Stein, Stein, ja. Auch genannt, aber nicht Casterly Stein, sondern Stein, gell. So, also jetzt die Westerlandgardisten noch erledigen hier, der Rest. Ich glaube, da können wir auch nochmal ein bisschen mit unserer Kavallerie nachhelfen. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist so. Der Sieg unser. Jetzt stirbt noch unser General, gell? Das wäre witzig. Unsere Männer haben das Kommando über die Burg. So, ich würde sagen, das war's. Ein großartiger Sieg. Wir haben uns sogar komplett durchgekämpft. Also wir haben 997 Mann verloren, aber ihr seht es hier, Verluste geheilt wurden ja trotzdem einige. Von dem her passt es eigentlich schon. So. Schon witzig, jetzt kam gerade eben kurz Reigns of Castamere als Musik, kurz. So, ausrauben auf jeden Fall, 16.000 gibt es. Seitenanführer gestorben, ja klar, so gut wie Gold, die Goldene Kompanie wieder. Schützengilde brauchen wir nicht. Wird jetzt hier oben eigentlich endlich mal, das wird immer noch nicht gebaut, die Volantische Kaserne, das ist auch witzig. Reichste Seite, fortschrittlichste Seite, ich glaube nicht, dass wir mit 845 die reichste Seite sind. Wohl eher halt vorhin war, muss mal ganz kurz, als wir diese 16.000 oder was bekommen haben. Ich will erstmal gucken hier, ob wir was fortbilden können. Also die Einheiten, die irgendwie ein bisschen Schaden erlitten haben, ob die dann tatsächlich fortgebildet werden oder ob sie einfach nur bessere Waffen oder sowas kriegen. Was holen wir uns dann hier noch? Holen wir die hier mal. Holen wir die hier mal. Holen wir die hier. Und dann passt es soweit. Ich möchte jetzt gerade mal nur schauen, da oben wurde gerade nichts erobert. Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich mal kurz noch eine Runde durchlaufen lassen, aber ein Zwischenspeichern lasse ich mir trotzdem nicht nehmen nach dieser Schlacht. So, und dann lassen wir die Runde schön durchlaufen. Schauen mal noch. Was sich so entwickelt. Außer, dass Haus Lannisters Diplomaten wieder am Rumkacken sind. Ja, und damit haben wir ihnen die Hauptstadt weggenommen und auch eine sehr, sehr wichtige Rekrutierungsstätte für ihre guten Truppen. Das ist, ja, eine Sache, die wir auf jeden Fall vertragen können. Und die Gegner eben nicht. Ich find's geil, dieser gelbe Plop, gell, im Osten und Süden und so weiter, sieht schon witzig aus, aber dieser grüne Fleck mitten in meinem Gebiet gefällt mir einfach immer noch nicht, das sieht hässlich aus. Wie ihr wollt, ja, mein König. So, jetzt bin ich gerade am überlegen, wie wir hier weiter vorgehen, nachher dann, ja, wir erobern auf jeden Fall hier mal noch Goldstein mit Renlys Armee und hier unten ist halt die Frage, wir könnten natürlich jetzt hier die Armee mal rausschicken und Kayes erobern, das wäre vielleicht eine Überlegung wert. Ja. Ah, okay, die Einheiten wurden nicht fortgebildet in dem Sinne. Das ist aber schade. Ja, jetzt lassen wir die hier mal ein bisschen fortbilden, das passt schon. Könnten dann hier entweder jetzt hier angreifen, die zwei Armeen mal vernichten. Und dann Kais mit Casterly Steins Armee angreifen. Ja, mein König. Oder hier eben Lannis Horde, aber das sind mir hier fast ein bisschen zu viele Armeen, meine ich. Warten wir hier einfach mal ab. Oschaf wächst, Windhall.
dann bauen wir hier gerade mal das Ding aus. Leichte Seite Haus Tyrell. Na gut, wundert mich jetzt nicht. So, und hier oben sieht es auch noch gut aus. Keine weißen Wanderer, die rumnerven. Hier müssen wir wahrscheinlich demnächst wieder eine Schlacht schlagen. Das ist uncool, weil langsam aber sicher gehen uns die Leute hier oben echt aus. Ansonsten könnten wir auch rein theoretisch diese Armee hier hochspawnen. Das wäre auch möglich. Naja, gut. Okay, ich danke euch erstmal fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, dass das Video jetzt ein bisschen später kommen wird. So 1,5 Stunden später vermutlich. Aber ja, trotzdem viel Spaß. Hoffe, dass euch die Schlacht von Castle Rock gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.